In diesen Tagen wird an Ereignisse von vor 30 Jahren erinnert, den vielen Menschen montags auf den Straßen. Da liegen Vergleiche nahe und Gedanken, dass es eigentlich fast wieder an der Zeit wäre. An der Zeit, mit Kind und Kegel Straßenzüge zumindest in einem Stadtteil in Beschlag zu nehmen, ist in Zwickau-Marienthal Anfang November mittlerweile Tradition. Sogar mit Genehmigung und toll organisiert. Die Rede ist vom Fackelzauber. Der mittlerweile 14. Fackelzauber zog am vergangenen Samstag wieder tausende Besucher nach Zwickau-Marienthal. Nicht nur aus anderen Stadtteilen, sondern auch aus dem Umland waren sie angereist. Fraglos hat es den Anschein, dass es von Jahr zu Jahr mehr Gäste sind, die am 1. November Samstag die Anton- und Marienthaler Straße zur Fußgängerzone werden lassen. Bereits ab den Nachmittagsstunden herrschte dichtes Gedränge, das mit zunehmender Dunkelheit fast undurchdringlich wurde. Wieder hatten fast 60 Händler zwischen Goethestraße und Brander Weg ihre Geschäfte weit über die normalen Öffnungszeiten geöffnet und überraschten mit vielfältigen Aktionen und Angeboten. Kein Aufwand war zu gering, sich dazu zu kostümieren und entsprechende Spiele zu veranstalten. Hier und da wurde auch etwas verkauft. Allerdings nutzten Inhaber und Kundschaft hauptsächlich die Gelegenheit dieses Abends zu vielschichtigen Gesprächen. Überall tönte Musik aus der Konserve oder live, wie beim Shepherd's Pub. Kinder konnten sich beim Auto bemalen austoben oder drehten ein paar Runden auf dem Karussell. Der eine oder andere probierte trotz der milden Witterung schon mal den Glühwein oder verkostete in passendem Ambiente den heurigen oder gelagerte Sorten Wein. Wieder andere flanierten auf der Schlemmermeile, um sich von den vielen Angeboten verführen zu lassen. Der größte örtliche Betrieb war auf dem Platz am Hagebau zu spüren. Dorthin war auch der nicht enden wollende Fackelzug unterwegs. Mittendrin wie gewohnt die Meraner Draufgänger Guggis und der Zwickauer Spielmannszug. Ob mit oder ohne Fackeln, ein Großteil strömte Richtung Areal Brander Weg und Gaststätte von Lok Zwickau, um nicht das große Feuerwerk zu verpassen. Fackelzauber-Zapfenstreich war dann individuell und nicht an die ursprüngliche Zeit von Mitternacht gebunden. Nun warten und freuen sich die meisten schon wieder auf den 15. Fackelzauber am 1. November Samstag 2020.